The Quarry. Oder The Quarry, ich weiß es nicht. Erstmal herzlich willkommen auf YouTube. Na, heute mal auch wieder live von Twitch. Und ja, wir spielen heute The Quarry. Gerade heute frisch, fromm, fröhlich, frei rausgekommen. Und wir werden mal reinschauen, denn das ist ja so ein, ich weiß nicht, ob es ein offizieller Nachfolger ist. Wahrscheinlich eher ein inoffizieller Nachfolger von Until Dawn, zumindest von den gleichen Machern. Und ich meine auch in dem Trailer so den einen oder anderen Charakter gesehen zu haben, der nicht nur aus Until Dawn bekannt ist, sondern auch hier aus dieser Dark Anthology-Reihe. Also so Man of Medan und den ganzen Krams. Und ich bin gespannt. Und man sieht ja hier schon, in welche Richtung das geht. Das scheint so Richtung 80er, 90er zu gehen. Eher Richtung 80er. Na, also ist wahrscheinlich so ein Teenie 90er, 80er Jahre Horror, Grusel, Streifen. Auch hier wieder anscheinend mit, ich denke mal wieder mit irgendwelchen Quick-Events, denke ich mal. Und wahrscheinlich dann auch wieder irgendwelchen Situationen, wo wir uns entscheiden müssen und dann halt den Verlauf der Geschichte entsprechend beeinflussen können. So. Ja, ich bin gespannt. Ich will auch gar nicht so lange hier rumdoktern, sondern wir wollen eigentlich gleich mal reinstarten. Ich habe schon mal so ein bisschen was eingestellt im Vorfeld. Rabbit Hole. Hackett's Quarry. Nicht verknüpft. Ne, brauchen wir nicht verknüpft. Neues Spiel, Filmmodus. Eine Auswahl vordefinierter Ausgänge ansehen. Das wollen wir ja natürlich noch nicht. Couch Coop. Ich glaube, das hat sich auch erstmal erledigt. Und 2K-Konto. Das ist erstmal Latte. Ich würde sagen, wir starten neues Spiel. Ich werde zwischendurch, denke ich mal, die Kamera ab und zu mal ein- oder ausblenden, damit ich nicht die ganze Zeit die Fresse hier im Let's Play habe. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Und ich hoffe, warte mal, eine Einstellung können wir mal ganz kurz gucken. Ich würde mich ganz gerne nochmal schauen. Das kann, glaube ich, so bleiben. Audio-Untertitel, genau da wollte ich nämlich reingucken. Untertitel aus, wir schalten es mal ein. Untertitel für Hörgeschichte, nein, das machen wir. Größe automatisch, lassen wir auch mal so. Wir können es ja aber noch ändern, hoffe ich. Farbe Standard, Controller. Ich denke mal, das werden wir sehen. Controller wie Vibrations. Gehen, bestätigen, interagieren. Das ist so der Schießen. Oh, geil, wir können ballern. R2, abbrechen, zurück, schneller gehen, L1. Das ist sehr überschaubar von den Einstellungen her. So viele Knöpfe brauchen wir nicht. Das ist schon mal sehr nett. Das können wir auch lassen. Ich mache das grundsätzlich erstmal schon mal ein bisschen höher. Ich mag nicht so diese träge Steuerung. Ich mache mal prophylaktisch mal so auf 50%. Gucken, ob wir das gleich nochmal wieder zurückändern. Zugänglichkeit. Was ist die Zugänglichkeit? Entscheidungstimer Standard. Mittlerer Timer erlaubt mehr Zeit für Entscheidungen des Singleplayer. Erlaubt deutlich mehr Zeit für Entscheidungen. Das lasse ich euch mal entscheiden. Was wollen wir denn machen? Wollen wir denn für das Let's Play, wollen wir beim Standard bleiben oder lieber etwas längere Zeit oder noch längere Zeit oder noch längere Zeit? Was darf es denn sein? Lieber Chat. Weil so die ersten 1, 2, 3, 30 Folgen werden wir auch aufs Twitch streamen. Und danach geht es, glaube ich, dann eng, denke ich mal, exklusiv auf YouTube weiter. Schauen wir mal, wie es wird. Unterbrechungstempo Standard. Erlaubt die normale Zeit für Unterbrechung. Etwas länger, würde ich sagen. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Weil gerade, wenn ich vielleicht euch mal frage, erlaubt mehr Zeit für Entscheidung, deutlich mehr Zeit für Entscheidung. Wollen wir... Wir können es ja auch nochmal zurückändern. Ich mache mal Langtimer. Ich brauche sowieso definitiv länger. Aber ich mache mal Langtimer. Dann... Na, mal gucken. Wir können es dann wieder zurückändern. Unterbrechungstimer. Erlaubt die normale Zeit von Unterbrechung. Erlaubt deutlich mehr Zeit von Unterbrechung. Ich stelle das auch mal auf langer Timer. Ich weiß es nicht. Ne? Mal gucken. Die gezeichnete Taste wiederholt drücken, bis die Zeit abläuft. Bis die Zeit abläuft. Halten. Antippen. Alle Begegnungen verlaufen automatisch erfolgreich. Okay. Die gezeigt. Das ist auch krass, ne? Wiederholtes Drücken der Taste. Alle Begegnungen verlaufen automatisch erfolgreich. Die gezeigte Taste einmal drücken. Die gezeigte Taste drücken und halten, bis die Zeit abläuft. Nur Singleplayer. Die Zeit-Taste wiederholt drücken, bis die Zeit abläuft. Ja, ich glaube, das lassen wir so. Luft anhalten. Luft anhalten, Begegnungen sind aktiviert. Zielhilfe. Kampfbegegnungen verlaufen automatisch erfolgreich. Das Anvisieren des Ziels wird erleichtert. Gucken wir mal. Das lassen wir auch aus. Tutorials lassen wir auch drin. Gut. Erstmal gucken. Erstmal mal sehen. Umstellen können wir es ja immer noch. Und wir starten ein neues Spiel.
Und ich blende mich mal aus für einen Trailer mutmaßlich. Bis gleich. Wieso hast du ausgemacht? Ich denke, das weißt du. Nein, weiß ich nicht. Weil du dich verfahren hast? Wie erwartet. Nicht dein Ernst? Doch, das ist mein voller Ernst. Wir sind in geografischem Fluss. Du bist... lost. Das ist diskutabel. Nimm dir etwas Zeit für diese Hinweise, die dich durch die verschiedenen Situationen und Wendungen leiten, die dir in Hackett's Quarry begegnen. Was du hier siehst, sind Quicktime-Events oder QTEs, über die du in kritischen Momenten eingreifen kannst. Pass auf, denn Hackett's Quarry kann gefährlich werden, wenn du nicht auf deine Umgebung achtest. Eine kleine Unaufmerksamkeit kann dramatisch enden. Du selbst entscheidest, welchen Weg du gehst, aber rechne immer mit Hindernissen und sei vorbereitet. Okay. Ups. Falscher Knopf. Siehst du, geht schon los. Wenigstens habe ich nicht das Schlagloch erwischt. Ich habe doch gerade... Vielleicht hat das Schlagloch ja uns erwischt. Könnte doch sein. Wow, das ist ja olympiareifes Torpfostenversetzen. Danke. Echt imponierend. Danke. Schallpult. Mischpult rumspielt. Nui. Hast dich trotzdem verfahren. Weißt du, Max, es ist okay. Trotz allem bist du noch immer ein Mann. Du weißt, wenn Columbus nicht lost gewesen und an unserer Küste gestrandet wäre, gäbe es gar kein Amerika. Goodbye, Hot Dogs. Bis später, Apfeltorte. Columbus war genau genommen nie in Nordamerika. Wie meinst du das? Dachte eigentlich, er wäre in Asien. Dein Ernst? Noch ein Kerl, der nicht zugeben konnte, dass er sich verfahren hat. Tja, ein Kerl, nach dem ein ganzer Tag benannt wurde. Mach daraus, was du willst. Oh mein Gott, okay, bring uns einfach zum Camp, bevor mir vom Augenrollen schwindelig wird. Ich bin dabei, ich bin dabei. Flyer nehmen, Karte nehmen. Ich nehme mal die Karte. Voila. Was ist das? Ja. Im Verfahren und so. Nein, im Ernst. Wo ist die normale Karte? Das ist die normale Karte. Wie im Telefon. Keine Balken. Na klar. Okay, lass sehen. Also, wir sind... Ich sehe auf der Karte kein Sommercamp. Hast du Schilder gefunden?
Hey, Augen auf die Straße. Ich wollte gerade sagen. Huch, da sitzt jemand auf der Rückbank, der da glaube ich nicht hingehört. Oh. Ich muss wirklich konzentriert zugucken, sonst kriege ich nicht mit, wenn da irgendwelche Quicktime-Events sind. Die Alte ist creepy as fuck. Also die Alte jetzt, die vorne sitzt oder die hinten sitzt? Welche jetzt? Alles okay? Wahrscheinlich beides. Ja, ja. Ich meine, ist nichts kaputt. Guter Gott, was ist das gewesen? Ein Bär? Was? Nein, nein, Max, das war kein Bär. Was war's? Ich denke, eine Person. Du hast das dann ernst? Haben wir wen verletzt? Keine Ahnung, ich... Ich meine, es war richtig nah. So richtig nah, aber vielleicht nicht... Keine Ahnung. Also so lang finde ich die Entscheidung ehrlich gesagt jetzt nicht gerade. Also die Entscheidungszeit, die fand ich schon so ein bisschen... Was siehst du? Die Karre ist total im Eimer. Hm. Manchmal sieht es schlimmer aus, als es ist. Ich sehe mir den Schaden an, bevor wir den Wagen wieder starten. Holst du mir das Werkzeug von hinten? Ja, ja, okay. Ich hoffe, ihr könnt vom Ton alles verstehen. Ich habe gerade ein bisschen leiser gemacht, weil ich das ein bisschen laut fand. Könnt ihr mir ja gerne in den Chat schreiben, ob alles soweit gut ist. Vom Ton und vom Bild. Bewege dich. Achso, okay. Okay, wir spielen die Mutti hier. Okay. Hallo. Hallo, Chat. Hallo. Hallo. Hallo, Chat. Hallo. Hallo. Ich glaube, das geht von der... Ja, die sind natürlich immer grundsätzlich immer ein bisschen träger, die Figuren. Aber ich glaube, mit 50% lag ich da schon ganz gut. So, was haben wir vorne denn? Wollen wir mal ein bisschen luschern? Irgendwas wollte ich noch gesagt haben. Ich habe es natürlich wieder vergessen. Ist nicht so wild. Meine Mom killt mich. Tja, wärst du mal vernünftig gefahren. Dann hättest du mal nach vorne geguckt. Bewege dich. Ich will eigentlich mich nicht so sehr bewegen, weil das ziemlich unheimlich ist hier. Da oben hockt auch keiner drauf. Und wo soll ich hinlatschen? Ah. Tutorial freigeschaltet und drücke L1 zum Ansehen. Okay. Dann gehen wir da vorne mal hin. Herumschnüffeln. Ja, wir schnüffeln mal rum. Schnüffeln ist gut. Wir gucken uns alles an. Wir lesen alles. Wir machen alles. Rejected, dear Mr. Brinley. Brinley? Eine deutsche Übersetzung wäre vielleicht, oder ich hätte das jetzt einfach mal so, ich hätte vielleicht gerne so. Danke, Schatz. Vielleicht können wir später nochmal lesen. Kann ich was tun? Ja, könntest du hier einmal reinleuchten? Hier bitte. Perfekt, danke. Hoffentlich sind wir hier schnell wieder weg. Stell dir vor, es dir an einer großen Feuerstelle bequem zu machen und Lieder zu singen. Ich denke sicher nicht an eine große Feuerstelle. Wieso nicht? Ich mag kein offenes Feuer. Dann stell dir die schöne Wärme eines Herzens vor. Überall ist besser als hier. Okay. Das hat sie jetzt aber gerade gesehen, oder? Das war eine Mutti im Nachthemd. Nicht die Mutti, die wir auf dem Rücksitz hatten. Wo gehst du hin? Nur hier rüber. Okay. Halt. Warte eine Sekunde, okay? Bin fast fertig. Protzig, entgegenkommt. Du bestimmst hier nicht. Beeil dich. Das ist, glaube ich, realistischer. Warum soll sie gleich zickig sein? Beeil dich! Was ist denn los? Ich habe Angst, dass da unten jemand ist. Ernsthaft? Ja, vielleicht verletzt, ich weiß nicht. Ich dachte, wir hätten nichts gerammt. Ich weiß es nicht. Ich habe was gehört, okay? Klang wie eine Frau. Mhm. Haben wir sie angefahren?
Ich gehe da unten nachsehen. Okay. Ist gut. Geh nicht zu weit, okay? Vorsichtig. Ja, ja. Okay. Ah, sich grundsätzlich zu trennen ist nie gut. Das war noch nie eine gute Entscheidung. Weder in Filmen, noch in Serien, noch in Spielen. Immer zusammen, mindestens zu zweit. Okay. Immer. Viel Glück mit der Karre. Aber nein, die müssen es ja immer auf die gleiche Art und Weise. Immer die gleichen Fehler. Am besten flackert gleich noch irgendwo eine Leuchtstofflampe. Das ist immer so der nächste Ding. Also sich trennen und dann noch irgendeine flackernde Leuchtstoffröhren oder sowas. Das ist eigentlich immer so der Standard bei solchen Spielen. Oder generell bei irgendwelchen Horrorszenarien. Was haben wir denn hier? Hallo. Eine Karte. Der Narr. War der L1? Der Narr. Okay, das sind also die Sachen. Oh, wir können sogar. Ne, können wir nicht. Sachen sammeln. Der Narr. Ich frage mich, wer der Narr ist. Woran können wir Narren eigentlich erkennen? Unschuld und Freiheit oder Leichtsinn und Risikofreude? Spontanität! Ihre Unbekümmertheit bringt Konsequenzen mit sich. Denk, was? Denk, tu dir nicht weh. Okay, das sind also unsere Sammelobjekte in diesem Spiel. Tarotkarten. Alles klar. Die natürlich einfach mal so rumliegen und einfach verbrennen, wenn man dran vorbeigeht. Wie das halt so ist mit Tarotkarten. So, ist das der gleiche Weg, den wir hier latschen können oder nicht so? Doch, ist der gleiche Weg. Ganz klar. Ich muss sagen, leuchtet sie die ganze Zeit mit dem Handy? Das ist ganz schön hell, ne? So hell ist doch kein Handy. Da vorne ist noch irgendwas. Abum, Skabum. Abum, Skabum. Wieder eine Hexe wahrscheinlich. Was ist das? So, Harum-Skarum-Plakat. Prolog Wald. Das ist ein Plakat für einen Wanderzirkus. Es scheint schon eine Weile her zu sein und wurde scheinbar bald vergessen. Sind die Ränder etwa angesenkt? Ja, genauso wie die Tarotkarte gerade. Okay, Freakshow. 1 von 9 Geschichte. The Hacketts, 0 von 19. Das sind also auch verschiedene Sammelobjekte. Geschichte des Camps. Ah ja, okay. Interesting, interesting. Dann gehen wir mal weiter. Ich weiß noch nicht, womit wir es genau zu tun haben. Ich habe meine irgendwas gelesen zu haben von einer Hexe oder so. Was ist so wie so ein Hexenszenario ist. Aber warten wir es ab, lassen wir uns überraschen. Ich bin ja eigentlich immer Fan von solchen Spielen, weil die meistens grafisch recht überzeugend sind. Okay, ja, Figuren, ja, von der Optik her, aber ich finde das eigentlich immer interessant. Was haben wir da? Leckeres? Ein Koffer, einen alten Koffer. Ja, Alicia, die sind alle gebannt, deswegen. Gebannt. Vor Spannung. Entfesselungskunst Truhe. Prolog Wald. Eine Truhe. Eine Truhe voller seltsamer Gerätschaften. Vielleicht gehört sie einem Entfesselungskünstler. Ein Relikt eines Wanderzirkus, der durch diese Gegend gekommen sein muss. Okay, also wir werden wahrscheinlich irgendwie so einen Wanderzirkus hier gehabt haben. Da ist dann meistens immer solche komischen Wahrsager dabei und irgendwelche komischen Echsen und keine Ahnung, irgendwelche komischen Leute. Bewege dich. Ich bewege mich. Dann bewege ich mich mal zurück. Muss wir hier lang? Mehr ist hier ja nicht. Also ganz ehrlich, ich kann es nicht verstehen, warum man seine Freundin einfach allein hier rumlaufen lässt. Okay, er will den Wagen reparieren. Okay, in Ordnung. Aber trotzdem lässt du doch deine Freundin nicht einfach alleine durch den Wald rennen. Was zur Hölle? Was ist das? Kaputter Käfig. Kaputter Käfig. Dieser kaputte Käfig wurde mit der Zeit vom Wald erobert. Sieht aus, als hätte sich hier ein Tier niedergelassen. Ist natürlich auch schlau, dass es schön ausgegraut ist. Dann kann man das oben mal so schlecht lesen, finde ich. Und da ist immer noch ein Fragezeichen drunter. Ist Frage, ob es da noch mal irgendwie was anderes gibt. Das Wolfskind. Das Wolfskind. Ja.
Hier hat sich ein Tier niedergelassen, Wolfskind. Merkst du was? Ich würde sagen, hier lebt das Wolfskind. Mittlerweile Werwolf, ausgewachsen. Echt merkwürdig. Merkwürdig. Ja, das Fragezeichen könnte natürlich jetzt für den Freund stehen, weil ich denke mal, wenn wir jetzt im Splitscreen Mein Gott, was ist denn heute schon wieder los mit meiner Aussprache? Sofa meine ich. Wenn man hier Sofa-Splitscreen hat, dass der andere jetzt wahrscheinlich den Kerl spielen würde. Das heißt natürlich auch wieder, es gibt wahrscheinlich dann zwei Wege, die man spielen könnte. Wobei, wir hatten jetzt nicht die Auswahl, ne? Wir hatten hier nicht wirklich die Auswahl, ob wir nun sie spielen oder ob wir den Macker spielen. Ich werde es auch nicht verstehen, weil es ist so Geister, ne? Wenn das jetzt ein Geist war, ist jetzt dem Fall. Dass Geister dann immer so tun, als ob. Und nicht mal ankommen und sagen, hey, ich bin der und der, ne? Ich bin Geist hier und mir geht's halt schlecht. Ich bin hier irgendwie in der Zwischenwelt gefangen, im Fegefeuer gefangen. Kannst du mir vielleicht helfen? Ne? Damit ich halt Frieden finden kann. Nein, da wird immer rumgespukt, wird immer hier rumgelaufen, da rumgelaufen. Redet man nicht drüber? Nein, man muss erstmal die armen Leute erschrecken. Gut, wenn du jetzt ein Dämon bist oder ein böser Geist, okay, dann okay, aber kann ja nicht nur böse Geister geben, es gibt sicherlich auch freundliche Geister. So Huibu oder so. Aber nochmal sagen, hey, pass auf, kannst du mir vielleicht helfen? Jumpscare. Bitte. Siehst du? Bitte? Bitte nein. Oh oh. Wo sind sie? Silent. Sag ich ja, das Licht vom Handy ist schon echt heftig. Oh, halt, falsch. Und trotzdem falsch. Komm schon. Ja, genau, reiß dich mal ein bisschen zusammen, Nordisch. Jetzt mal schön in den Baum gelatscht. Was war? Sprich mir, okay? Nein. Guter Gott, Laura, du bist verletzt? Nein, nein, da draußen war was, eine. Und Geräusche. Warte, ist schon okay. Hol mal Luft. Atmen. Schon okay, im Wald, da ist viel unterwegs. Nein. Da erschreckt man sich schon mal. Hör und dann zu, verletzt Max. Man sich. Können wir hier bitte verschwinden? Sofort, ja, los geht's. Er hat auch so ein bisschen. Weiß ich nicht. Ja, er springt an, schnurrt wie ein Kätzchen. Max, komm schon! Geht los, wir verschwinden. Oh mein Gott, was ist das denn für eine Scheiße? Max! Okay, gib mir eine Minute. Ich will hier weg, Max! Aber das hilft jetzt nicht. Hol dir ein Stück Holz. Ich will uns nur hier rausbringen. Hey, das reicht! Shit, tut mir leid, Hase. Tut mir leid. Du musst da was unterpacken. Du, die Reifen drehen doch durch. Hol dir ein Stück Holz, nimm die Fußmatten. Alles wird gut. Oh Gott, ey. Wir sind hier drin sicher. Ehrlich, wir sind okay. Ja. Scheiße! Oh, moin. Fuck. Oh mein Gott, mein Herz ist explodiert. Scheibe runter. Hi, Officer. Wie geht's Ihnen heute Abend? Ist Ihnen was passiert? Nein, sie hat nur eine Beule am Kopf. Eine Beule, mehr ist das nicht. Ich meine, ist kaum spürbar. Meine Beule, nicht mein Kopf. Alles gut. Alles ist gut. Nur etwas durch den Wind. Das ist garantiert auch ein echter Polizist. Das ist wieder so ein geisteskranker Psychokiller. Sagen Sie mir, was hier vorgefallen ist?
Ja. Huch. Das Auto, uns ist etwas vors Auto gesprungen. Der Wagen scherte aus. Ich sage mir mal ehrlich. Wir, irgendwas ist uns vors Auto gesprungen, also sind wir sofort ausgewichen und jetzt sind wir hier. Etwas ist gesprungen. Ja, es ist dunkel. Ja, weiß ich, ein Tier oder so. Tier, ein Tier vermutlich. Ja. Ja, ja. Es war irgendein Tier. Es war so fix und. Ja. Ja, und er hat Blut am Hals. Vermutlich merkst du was? War es ein Reh. Ich gewählt. Sir? Der Kopf wirkt unsicher. Na. Mutter laufen lassen. Sir? Ist der Kerl nicht der gruseligste Korb? Ja, und mit ich Blut am nicht, Hals. Das ist mein erster Korb. Was, jetzt echt? Ja, ich bin nicht kriminell. Und jetzt verraten Sie mir, was zur Hölle Sie zwei allein hier draußen um die Uhrzeit tun? Wir wollten ein bisschen, naja, nur eine Spritztour, ja. Wir fahren zum Camp, das weiß ich doch nicht. Abweisend. Nur eine Spritztour, das ist mir unheimlich. Wir machen nur eine Spritztour, Officer. Ist das verboten? Eine Spritztour, verstehen Sie? Ma'am, aus Ihrem Tonfall muss ich wohl schließen, dass Sie nicht wissen, dass dies ein offenes Jagdgebiet ist. Bis morgen. Oh, shit. Nein, das wusste ich nicht. Wir haben uns verfahren, ehrlich gesagt. Wo wollten Sie denn hin? Wir sind unterwegs nach Hackett's Quarry. Na toll. Nicht das Camp. Da wohnen wir kostenlos, also, ja. Er ist Sie nicht koscher. Nicht bis nach Hackett's Quarry. Nicht heute Nacht. Gott, ist Harbinger der... Motel. Ist am nächsten dran, dort können Sie schlafen heute Nacht, okay? Ich denke, wir halten uns an den Plan, Sir. Ich meine, Mr. Hackett weiß, dass wir kommen und wir haben angerufen. Nein, Ma'am, Sie fahren direkt zum Harbinger Motel. Haben Sie verstanden? Gott, ist der... Wieso nicht? Wir können ja mal nachfragen. Vielleicht kriegen wir eine ehrliche Antwort. Bei allem Respekt, Sir. Wieso können wir nicht nach Hackett's Quarry? Weil ich Ihnen sage, Sie fahren zum Motel. Okay, ich verstehe nur nicht, wo das Problem... Ma'am, bitte verlassen Sie den Wagen. Oh, Officer, sie hat doch nichts getan. Ma'am, ich möchte Sie bitten, mal auszusteigen. Ich werde Ihnen eine Route auf der Karte zeigen. Oh. Na gut, ich war ein bisschen pissig, aber ist ja egal. Bleiben im Wagen. Schon okay, kein Ding. Okay. Gut, ich war ein bisschen pissig, aber ist egal. Wir müssen ja so ein bisschen, ne? Okay. So, wir... sind ungefähr hier. Harbinger Motel ist hier. Gut, okay. Und wo war Hackett's Quarry nochmal? Gibt's hier nicht auf der Karte. Ich bin sicher, das Personal im Harbinger Motel zeigt es Ihnen gleich am Morgen. Grins. LMAA-Blick oder was? Still. Oh oh. Was war denn das? Oh. Halt still. Alter. Jetzt schön mit dem Rotzelappen. Schön mit dem Rotzelappen, schön über die Wange rüber, wie Mutti.
Da weichen wir doch mal glatt zurück. Entschuldigung? Ma'am. Ich komme schon allein klar. Alles okay? Ja, bestens. Sie können wieder einsteigen, Ma'am. Am besten nochmal schön aufs Tuch rotzen. Ich sag ja, wie Mutti so ropft. Harbinger Motel. Nicht abbiegen. Schlaglöchern ausweichen. Sollen wir nicht eine gute sein? Nacht. Naja, entweder ist er tatsächlich ein Spinner oder er hat tatsächlich recht. Ich meine, das wäre schon fast zu offensichtlich, wenn er Dreck am Stecken hätte, oder? Mann. Wieso sitzt der Kerl noch da? Der Kerl war unheimlich einfach. Dieser Kerl war mir mega unheimlich. Der Typ müsste mindestens ein Dutzend Mal duschen. Oh mein Gott, ja. Was hat er hier? Ich glaube, es war es Blut? Nett, sie kennenzulernen. Oh mein Gott. Oh Mann. Okay. Wieder ab auf die Straße. Ja. Ich denke, ich hatte genug Waldabenteuer für eine Nacht. Vielen Dank. Oh ja. Wo ist das Motel? Okay, also wir sind hier und das Motel ist hier. Okay. Aber wir fahren nach da. Was ist da? Quarry. Hackett's Quarry. Woher weißt du das? Der Kopf. Ich habe ihn einfach eingelegt. Guter Trick. Sollen wir nicht wirklich einfach ins Motel? Könnte sein, dass er was weiß. Hase, hörst du wirklich lieber auf irgendeinen gruseligen Kopf, der uns mitten in einem gruseligen Wald sagt, fahrt in ein gruseliges Hotel? Nein, das klingt schrecklich. Ja, also, verschwinden wir. Das habe ich gehofft. Ma'am. Oh mein Gott, wenn er dieses Ma'am noch einmal gesagt hätte, hätte er sein Abzeichen gefressen. Ernsthaft, ich sehe doch nicht nach Ma'am aus. Erst in 20 Jahren bin ich eine Ma'am. Mhm. Was? Ah, 20 ist... diskutabel. Freundchen. Ich stehe ein bisschen auf Mams. Okay, Milf, wollte er sagen. Die Sau. Diese kleine Sau. Ja, die Mimik ist von den Figuren eher so, ne? Also da muss man mal sagen, wenn man da vergleicht mit Horizon oder sowas, das sind schon ein bisschen Unterschiede. Das glaube ich nicht. Ist niemand hier. Und das nach der langen Fahrt hier. Max, können wir uns einfach umsehen, bevor wir aufgeben? Hast du eigentlich geredet mit Mr. Hackett oder auf die Box gesprochen? Was macht das schon aus? Das hier macht es aus. Hallo? Er hört wohl nicht seine Voicemail. Woher sollte ich das wissen? Ja, wir werden noch nicht die einzigen Gäste sein, oder? Eindeutig ist jemand hier. Ja, oder nur eine verlassene Karre und wir verschwenden unsere Zeit. Wieso sollte sie verlassen sein? Ich bin am Auto. Max, komm schon. Max, komm schon zurück. Da, das fängt ja wieder gut an. Hackett's Quarry. So, schauen wir uns erstmal ein bisschen außen um. Das Lämpchen ist hier so ein bisschen... Können wir da reingucken? Mal. Hallo? Jemand da? Hallo? Guck mal, da ist nicht ein Schlüssel, den brauchen wir. Den brauchen wir auf jeden Fall. So, hier noch was? Nee. Und ich will ganz ehrlich sein, wenn ich so die Charaktere sehe, so die beiden... Würde ich immer beim Film zumindest darauf wetten, dass das die ersten beiden sind, die sterben. Naja, gut. Wollen wir dem Mann nicht gleich was Schlechtes wünschen? Wollen wir erstmal gucken, wie das Spiel so weitergeht? Aber hier ist auch wirklich nix, ne? Nix ist hier. Gar nix. Brennt da das Licht gerade? Ich glaube, das ist nur von der anderen Seite. Als erstes stirbt der Typ.
Ja, ich meine, ich bin sowieso bei solchen Spielen nicht unbedingt der Garant dafür, dass alle überleben. Ich bin eher so der Garant dafür, dass vielleicht von allen möglichen Überlebenden vielleicht ein, zwei überleben. Das ist einfach so mein Schicksal. Was haben wir hier? Gucken wir hier nochmal ein bisschen rum. Eine Karte des Gebiets mutmaßlich. Treewalk. Firepit, Treehouse. A Boathouse. Carpark. Da stehen wir also. What doesn't kill you, make you stronger. Okay, was sie nicht tötet, macht dich stärker. Das, was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Sehr motivierend, sehr spaßig. Oder wahrscheinlich ist das Programm. So, mal ein bisschen umschauen. Zum Schluss sind das Ramboline, ja genau. Tja, und da unten ist der Schlachthof. Da werden sie alle geschlachtet, die Opfer. Hey! Hey, ist alles okay? Das ist der Kerl, der sie auffordert. Ich bin gleich zurück. Ich hole kurz Hilfe. Max! Max, komm mal her! Was ist denn los? Da ist jemand in dem Bunker, der vielleicht feststeckt. Echt? Ist es Mr. Hackett? Keine Ahnung. Bring mir ein paar Werkzeuge für das Schloss. Hey, bin zurück. Wir holen sie gleich da raus. Hey. Hey, warte, was ist das? Du hast nur Werkzeug gesagt. Wieso hast du nicht? Da drin ist jemand. Immer gleich wieder meckern, ne? Ich sehe niemanden. Was? Nein, guck. Das mache ich doch, wirklich. Mal sehen. Gleich hat er ein Messer am Kopf. Oder sie. Da war definitiv jemand drin. Okay, dann. Hammer nehmen oder Schraubenschlüssel? Ich würde, glaube ich, einen Hammer nehmen. Hammerzeit. Ganz sicher? Das wird aber super laut. Ja, da wird Hilfe gebraucht. Ja, okay, Wechsel. Brauchen wir eine Zange? Ja, was willst du mit einer Zange? Ja, geht sicherlich. Auch wenn immer, wenn machen das mal. Da wird Hilfe gebraucht. Wir müssen sie ja schon ein bisschen doof spielen. Außer nicht. Wow, das war super laut. Wir werden es auch aufstreicheln können. Soll ich helfen? Ja. Yeah. Behalt den Hammer lieber gleich in der Hand. Du kennst Evil Dead, oder? Hallo? Hallo. Sind Sie hier? Existieren Sie? Ja, ich existiere. Hey, pass bloß auf. Ian. Und wieder mal so ein Band aus dem Krankenhaus. Das ist wieder entweder so ein Entflohener, entweder ein Geisteskranker oder wieder irgend so ein Pseudo-Adoptivkind, was hier über Jahrzehnte eingesperrt gewesen ist. Wieder so ein kranker Scheiß. Oder vielleicht haben sie mit dem auch Existenz, wollte ich schon sagen, Experimente durchgeführt. Ich weiß es nicht. Leuchte mal, leuchte doch mal. Ich will noch da gucken. Warte mal. Da ist nix. Ian. Ian. Komm raus. Komm raus, Ian. Hallo.
Ian! Los, komm raus, Ian. Wir wollen mit dir spielen. Halsband! Ian! Die Geschichte des Camps haben wir... Moment mal. Warte mal. So viel haben wir von der Freakshow, haben wir so viel nicht gefunden. 3 von 9, das ist aber das ist aber ganz, ganz schlecht. Okay, blutiges Halsband. Lodge Sturmkeller. Dieses blutige Halsband ist so groß für einen Hund und wer würde seinen Hund schon Ian nennen? Und anscheinend gibt es da noch 3 andere Antworten zu, anscheinend irgendwie. Kann man das irgendwie drehen? Nicht wirklich. Okay. Ah. Oh mein Gott. Das ist Ian. Nein. Max? Ich höre schon wieder Geräusche. Ungeile Geräusche. Max! Irgendwas? Nee, ne? Ian! Hallo, Ian. Vielleicht war es ein Opossum oder sowas. Nein, da war jemand hier, ich schwöre. Hey. Es war eine hektische Nacht, weißt du? Lass uns einfach zum Hotel, wir kommen wieder her, ganz früh am Morgen, dann können wir uns umsehen, aber... Ich meine, du musst doch erschöpft sein, ich auf jeden Fall. Ich denke, unsere Fantasie... Oh. Max! Das fand ich jetzt aber nicht nett. Ah. Ihr habt recht, Max. Ihr hattet recht, der stirbt wahrscheinlich als erstes. Ich blute. Der hat es verdient. Ihr seid gemein. Ich blute stark. Ich blute stark. Natürlich helfen wir Max. Wir können ihn einfach. Können ihn nicht einfach verrecken lassen. Was wäre sie für eine Freundin? Das würde vielleicht ich machen, aber doch nicht sie. Jetzt steht der Polizist gleich da. Ich habe noch gar nichts gesehen, da war noch niemand. Nicht der Polizist. Oder doch der Polizist? Ja, siehst du, ich hab's doch gesagt. Sieht das etwa wie das gottverdammte Harbinger Motel aus? Jetzt, wo du mich fragst. Ein geiler Auftakt, würde ich sagen. Das war halt der Prolog, ne? Das ist roter Schweiß. So, Game zu Ende. Beschissene Entscheidung gefällt. Oh. Der Mond ist wieder hell heute Nacht. Ja, willkommen bei The Quarry. Das war anscheinend ein kleiner Prolog, um uns erstmal so ein bisschen warm zu spielen, so eine Art Tutorial anfangen, wenn man so will, so ein bisschen mit der Steuerung so ein bisschen klarkommen. Ich denke mal, die richtigen Opfer kommen erst noch.